Ahoi, Freunde. Er hat ein Bart. Ja, ich habe ein Bart. Nennen wir es einfach mal vorübergehendes Winterfell. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, Bart ab oder Bart dran. Ich war letztens mit ein paar Freunden in Heidelberg gewesen, beziehungsweise in Kitsch. Und was ich da genau gemacht habe und warum ich denke, dass da jeder Fotograf und jedes Model wenigstens einmal hingehen sollte, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei. Nachdem ich fast 5 Stunden gefahren bin, bin ich endlich angekommen und wurde gleich herzlich begrüßt von markusfotos.de, von der Lori, von Attila und von vielen anderen Leuten. Als kleiner Ossi kam ich da an und sah schon von Weitem die große Halle, wo ganz viele Fotografen und Models davor standen und dachte mir, wow, was wird mich jetzt da genau erwarten? Die schlauen Füchse unter euch werden ganz genau wissen, wo ich war. Und zwar war ich bei dem Tieren-Event von Calvin Hollywood. Und wer jetzt mit dem Begriff rein gar nichts anfangen kann, keine Sorge, ich werde euch jetzt erklären, warum ich da war und warum ich das Event so toll fand. Das Wichtigste für mich erstmal war, dass ich neue Fotografen kennenlerne. Dass ich meinen Horizont ein bisschen erweitere, dass ich mich mit den Fotografen austausche und einfach neue Erfahrungen gewinne. Natürlich kann man dort auch neue Models kennenlernen und somit in Deutschland ein bisschen bekannter werden. Das Besondere von Models wiederum ist, dass sie die Chance bekommen, neue Fotografen kennenzulernen, die ihre Setcard erweitern. Wie konnte ich das überhaupt vergessen? Obwohl das eigentlich sehr, sehr naheliegend ist, habe ich als Fotograf meine Fotomappe nicht mitgenommen. Aber wenn ihr daran denkt, wenn ihr eure Setcard oder eure Fotomappe mitbringt, könnt ihr euch viel besser vermarkten. Ihr seht gleich auf den ersten Blick, der fotografiert so, das ist so sein Stil und habt viel bessere Chancen, dem Fotografen Adressen auszutauschen. Und ich kann euch nur empfehlen, bringt eine Fotomappe mit oder eine Setcard. Ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich war, denn wenn man zum Tieren-Event geht, dann trifft man zwangsläufig auf EOS Andy, auf Calvin Hollywood und auf die anderen Fotografen und ich war übelst aufgeregt und man geht ja dahin, man kann Selfies machen, man kann sich mit den Leuten unterhalten, man kann Erfahrungen austauschen und allein deswegen würde ich da schon nochmal hinfahren wollen. Wer zu Hause Langeweile schiebt, neue Leute kennenlernen möchte oder wie ich jetzt 22 Uhr vor einer Kamera sitze, um Videos aufzunehmen, den kann ich nur empfehlen, es ist eine pure Abwechslung, ihr müsst da unbedingt mindestens einmal hin und ich kann euch fast schon versprechen, wenn ich sage, es ist eine horizonterweiternde Veranstaltung. Der kleine Fehlfraß unter euch, auch ich habe mich das gefragt, gibt es da ordentliches Essen, gibt es da warmes Essen, gibt es da auch genügend Trinken? Ja, es ist alles ausreichend da und ihr bezahlt glaube ich 5, 6 Euro, das ist wirklich nicht viel. Ihr seid am Ende satt, es schmeckt auch sehr, sehr gut und auch der Eintritt ist wirklich fair gesetzt, glaube ich 10 Euro. Am Anfang dachte ich mir, oh mein Gott, was machen wir hier, warum gucke ich mir das eigentlich an, warum bezahle ich 10 Euro? Um mir Spiele anzuschauen. Aber die Spiele haben dazu beigetragen, dass wir alle etwas näher zusammengerückt sind, dass wir aufgetaut sind, dass wir uns kennengelernt haben und letztendlich war es eine gute Idee. Das lustigste Spiel war ja, als sich erwachsene Leute einen Luftballon hinten an den Arsch gebunden haben, wo dann wiederum andere Leute von hinten kamen und die gestoßen haben wie die Verrückten, bis der Luftballon zerplatzt ist. Mr. Trashback würde jetzt sagen, dafür gibt es den Win der Woche. Eines muss ich aber noch erwähnen, wenn man jetzt mit der Einstellung dahin geht, dass man sich da hinsetzt, ein bisschen Erfahrung sammelt, währenddessen man rumsitzt und sich mit niemandem unterhält, dann klappt das Ganze natürlich nicht. Also ihr müsst schon mal von Tisch zu Tisch gehen, ihr müsst auch mal rausgehen, euch mit den Leuten unterhalten und auch mal die Models fotografieren, das könnt ihr alles da live machen und fotografiert einfach live dort vor Ort an dem Spielplatz oder an der schönen Brücke, die da ist und habt damit die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln, neue Models kennenzulernen und das ist eigentlich so der ganze Sinn der Tierenveranstaltung. Was nicht ganz unwichtig ist, man hat als Fotograf die Möglichkeit, auch wenn man vielleicht noch nicht ganz so weit ist, weil man vielleicht noch so ein kleiner Anfänger ist, richtig tolle Models kennenzulernen, mit denen man richtig toll fotografieren kann, die ganz genau wissen, wie sie sich stellen müssen und man muss letztendlich als Fotograf nicht mehr so sehr auf alles achten. Man kann sich eher auf die Einstellung konzentrieren und hat dadurch die Möglichkeit, richtig tolle Bilder abzustaufen. Aber als Model hat man die Möglichkeit, komplett neue Fotografen kennenzulernen, die man vielleicht nicht so kennengelernt hätte oder die man vielleicht nur aus dem Internet kennt und die man endlich mal live trifft. Und dadurch hat man auch mal die Möglichkeit, einen komplett neuen Stil in die Setcard reinzukriegen. Okay, ich kann euch ja vieles erzählen, wenn der Tag lang ist. Fragen wir doch einfach mal Lori, was sie eigentlich von der Tieren hält. Hi, ich bin Lori von Fell & Fotografie. Mein Highlight der Tieren war es, meine Freunde wieder zu treffen, coole neue Leute kennenzulernen und vor allem mein cooles Ossi-Paket vom David zu bekommen. Und wer auch ein Ossi-Paket haben möchte, schreibt einfach in die Kommentare, ich will ein Ossi-Paket. Also ich bin wirklich das schlechteste Beispiel, was man sich nehmen kann. Also ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich kam dahin und wusste gar nicht, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Ich habe keine Fotomappe dabei gehabt, war einfach nur richtig dolle unvorbereitet.
Aber ich muss sagen, ich habe es absolut nicht bereut. Ja, ich habe mich da durchgefressen, ich habe Spaß gehabt, habe da ein Spiel mitgemacht sogar, habe mich mit den Leuten unterhalten und kann es einfach nur wirklich jedem empfehlen. Also es hat definitiv meinen Horizont erweitert und ich bin nächstes Jahr wieder dabei. Wer das nächste Tieren-Event nicht verpassen möchte, schaut einfach mal in der Infobox nach, da werde ich euch einen Link reinsetzen zu meiner Seite und da werde ich euch dann definitiv informieren, wann die nächste Tieren ist und wann ich dann auch wieder dabei sein werde. Und wem das Video jetzt gefallen hat, klickt jetzt auf Gefällt mir, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wer jetzt noch was von mir sehen möchte, schaut sich einfach mal meinen Kanal rum. Vielleicht findet der ein oder andere noch coole Fotografie-Videos von mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.